Das hier ist die einfache Form des Dambon-Drucks. Das heißt, es ist eine Maschine mit einer Farbe. Es gibt auch Maschinen mit zwei Farb, vier Farb, sechs Farb, acht Farb. Dementsprechend, was der Kunde braucht oder was man eigentlich auf dem Markt so kriegt und was es gibt. Warum heißt das eigentlich Tampondruck? Dambon-Druck ist ein indirektes Tiefdruckverfahren. Das heißt, man nimmt einen Silikonstempel. Den Silikonstempel gibt es in verschiedenen Größen, in verschiedenen Härten. Es ist immer angepasst an das Style, was man braucht. Weil Tampondruck hat den Vorteil, man kann in Vertiefungen drucken, man kann um Rundungen rumdrucken. Also nicht bloß flaches Papier, wie bei den anderen Druckverfahren. Vielfältiger einsetzbar. Okay. Das ist das Klischee dazu. Für jedes Motiv gibt es ein Klischee. Mhm. Da wird vor der Repro ein Offset-Film hergestellt, der wird da drauf belichtet. Man kann auch Stahlklischees nehmen, wenn höhere Stückzahlen sind, dann wird das neu gehetzt. Da ist Fotofilm aufgelegt. Das ist im Prinzip ein bisschen ähnlich dem Kartoffeldruck, nur ein wenig höherwertig. Ah, okay. Das Motiv ist hier drin. Der Dambon nimmt es ab und gibt es an das Teil weiter. Deswegen indirekt, weil der Dambon dazwischen ist, deswegen indirektes Druckverfahren. Kann ich das mal ausprobieren? Das machen wir da drüben. Da ist das Scania eingebaut, das einfach mal probieren. Das ist ein Einfarbdruck. Das ist eingestellt auf dem Scania-Grill. Mhm. Da sieht man das Motiv, es ist drauf. Man kann Scania lesen. Der Dambon nimmt es ab aus dem Klischee und gibt es dann Style weiter. Aber das kannst du einfach mal selber ausprobieren. Ups. Ja. Schon ist fertig. Okay. Das ist der Unterschied zum Prägen übrigens, falls das jemand interessiert. Das ist ein Druckverfahren, es ist nass. Es muss erst trocknen. Mhm. Prägen ist sofort trocken. Aber das ist auch der Unterschied vom Silber. Das ist Silber gedruckt. Mhm. Und würde ich erst Audi-Grill Silber prägen, würde das grau schauen. Deswegen tut man das prägen. Ah, okay. Das sieht man jetzt eigentlich mal ganz den Unterschied. Ja. Okay, schaut gut aus. Zeige ich dir noch andere Maschine. Die Einfarb, zeige ich dir Mehrfarb noch. Also da vorne waren wir jetzt an der Einfarbmaschine. Das ist ja eine Sechsfarbmaschine. Das heißt, also hier drucken wir, weil wir zweimal weiß rein tun können, zweimal weiß und dann die Rasterfarben CMYK. Mhm. Es gibt verschiedene Drucke, wo man Vollfarben verwendet oder CMYK, ist je nach Motiv und Bedruckungsart abhängig. Und warum zweimal weiß? Das ist hier bei dem Auto speziell ganz wichtig. Dieser Orange hier, das frisst das Weiß. Also gehen wir einmal weiß drauf, dann sackt das ganze Bild ins Auto rein und ist ganz schwach der Druck. Also man muss einfach, um den Druck zu verstärken, ein zweites Mal weiß geben. Und wie vermischen sich die Farben dann nacheinander? Ich meine, das sind CMYK, sind ja die Grundfarben. Du hast ja deine Mischfarbe auch manchmal. Die Mischfarben werden extra gestellt, aber CMYK wird aufeinander gestellt. Würden wir jetzt eine Lupe haben, würden wir sehen, dass die Punkte nebeneinander stehen. Die Rasterpunkte stehen nebeneinander und ergeben das Bild. Also das muss an der Maschine eingestellt werden, das muss mit Lupe bearbeitet werden, sonst sieht man das gar nicht. Das ist praktisch wie beim Computerdrucker zu Hause. Naja, so ähnlich, ja. Bloß das ist der Unterschied, dass wir drucken hier nicht Papier, wir drucken hier Vertiefungen rein, wir drucken Ecken und Kanten. Deswegen nehmen wir auch einen Dambon, weil man hier die Vertiefungen hat, die würden wir mit einem Dambon nicht mit einem normalen Drucker reinkommen. Deswegen nehmen wir einen Dambon dazu. Okay. Und wenn wir sowas drucken, haben wir Vorlagen vom Kunden oder unsere eigenen Handelsvorlagen. Das wird angeschaut, das wird verglichen, das gibt der Eisteller, das gebe ich. Und dann haben wir QW, wo das anschaut, geben das frei. Und sollte irgendwas nicht passen, nach stundenlangem Eisstellen, dass jemand sagt, ihm ist zu viel Rot drin, es ist zu viel Blau, mir gefällt das Gelb nicht, dann müssen wir in die Repro-Runde, müssen wir einen neuen Film machen. Das Film wird ein neues Klischee gemacht, es wird wieder neu eingestellt und dann wird es wieder freigehen. Einen Tag einstellen und dann vielleicht trocknen. Einen Tag einstellen? Ja. Trocknet da die Farbe nicht ein oder arbeitet ihr in mehreren Schichten? Die wird immer, wir arbeiten in zwei Schichten, manchmal auch in drei Schichten, je nach Auftragsvolumen. Das heißt, es lohnt sich gar nicht, nur ein paar LKWs zu drucken, dann müssen noch mal 1000 Stück durch. Ja, machen wir schon, das sind schon mehr.
Und wie gesagt, das sind immer recht aufwendige. Meistens sind es die Showtrucks, die wo wir, wie wir unseren letzten Showtruck immer durchstehen, waren über 80 Drucke. 80 Drucke. So mittlerweile alles bedruckt. Das war das Vorderhaus bedruckt, das war die Chassisverkleidung bedruckt, Palettenkasten, U-Schutz, Heckstoßstange, die Spiegel waren bedruckt, dann waren vorne die Stoßstangen bedruckt und teilweise war das alles sogar in der Vollmontage bedruckt, weil das teilweise über den Türgriff drüber geht und der Türgriff hat auf der andere Farbe, als muss man es in Vollmontage drücken. Das heißt, das wird vorher Standarddrucke gemacht, dann geht es in die Heimarbeit, es wird montiert, es kommt wieder rein und wird bedruckt. Willst du mal den aufwendigsten Druck sehen, den wir jemals gemacht haben? Ja, klar. Okay, den zeige ich dir dann. Gehen wir mal rüber. Der steht da hinten im Eck. Das ist der Boeing 747. Das ist der Legolas Flugzeug. Also sehr kompliziert, sehr schwierig, weil der so beiden Seiten zusammendruckt waren. Das waren weit über 100 Drucke. Und boah. Sehr aufwendig. Schwierig, aufwendig, aber auch schön. Allein schon der Herpalast, der ist schon sehr aufwendig, oder? Ja, das ist wahrscheinlich vom früheren Verfahren her auch schon weit über 80 Drucke. Hier siehst du verschiedene Auswahl, was schon alles gedruckt worden ist. Flugzeuge sind da was gedruckt worden. Die Expo 2000. Der Flieger ist extra für die Expo, also vor 20 Jahren gemacht worden. New Zealand, das ist der letzte, der gemacht worden ist. Dieses Teil hier unten ist extra mal für die Kieler Woche konstruiert worden. Mhm. Ist auch aufwendig bedruckt worden. Und da sehen wir wieder diese Rundung. Deswegen nimmt man Dampf und druckt man um die Ecken. Um die Kurven drucken kann. Um die Ecken, ja. Okay. Wunderbar. Und hier sind noch mehr Showtrucks und mehr Sachen. Man muss dazu sagen, die Motive und die Drucke haben sich in den Jahren verändert. Es ist immer mehr geworden. Früher ist Fahrerhaus bedruckt worden, links, rechts, das ist der Koffer bedruckt worden, aber mittlerweile wird alles bedruckt. Alles bedruckt. Weil auch die Originale so aufwendig bedruckt sind oder ja, lackiert sind. Dem Original entsprechend. Das heißt also, alles kann man nicht drucken, alles geht nicht. Manche Sachen, irgendwann ist einmal zu Ende oder wenn die Vertiefung zu arg ist, kommen wir nicht rein.